Hey und willkommen auf meinem Kanal und somit zu diesem Vlog hier. Heute ist Donnerstag, der 10.9. und heute gehe ich ausnahmsweise mal nicht zum Tanzen, weil mein Freund heute zu mir kommt und ich ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen habe und ich deswegen halt mit ihm Zeit verbringe und ich die Schritte ja sowieso gestern schon gelernt habe. Es ist gerade 10.42 Uhr und ich werde mir jetzt was zu essen machen und nebenbei dann ein bisschen aufräumen und sozusagen auf meinen Freund warten. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir zusammen in die Küche und machen mir mein Frühstück. Und übrigens, ich weiß, dass ein oder beziehungsweise drei Pakete angekommen sind für mich bei meinem Freund, die er mir heute hoffentlich mitbringt. Und ich freue mich auf die Produkte, die ich mir bestellt habe. Und die werde ich euch natürlich auch in diesem Vlog zeigen. In der Küche angekommen und ich werde mir jetzt Sandwich Toast machen. Und das ist jetzt mein fertiges Frühstück und ihr habt gesehen, ich habe da so viel Magie drauf gemacht. Aber Leute, ich bin bei Sandwich Toast, muss einfach unnormal viel Magie drauf sein. Und ja, nebenbei werde ich auch noch ein Energy trinken. Ich weiß, gesunder Lifestyle ist am Start, aber naja, egal. Und das werde ich jetzt fooden und wie ihr schon sehen könnt, bin ich jetzt gerade auf dem Sprung. Ich habe mir nichts Besonderes angezogen, einfach nur ein Top, eine Strickjacke und eine Jogginghose. Und ich werde jetzt Pfand wegbringen und ich habe zwei große Tüten Pfand in meinem Zimmer gehabt, was ich jetzt wegbringen werde, weil mich das hier so stört im Zimmer. Und danach werde ich zu Teddy gehen und da nochmal nach irgendwelchen Sachen Ausschau halten und nochmal etwas für meine Nägel holen, weil ich ja schon eine Amazon-Bestellung eben angedeutet habe. Und da sind auch zwei Sachen für meine Nägel bei und da muss ich noch etwas separat dazu kaufen. Und das werde ich dann gleich machen und dann nehme ich euch jetzt mit. Nicht wundern, warum ich meine Maske schon hier so hängen habe, aber ich vergesse sonst immer meine Maske. Und das wollen wir natürlich nicht, weil ich will nicht nochmal zurücklaufen. Und ich war mir jetzt auf dem Weg zu Lidl und so, ich bin jetzt losgegangen und Leute, ich schwöre, ich sehe aus wie der größte Harzer, Alter. Ich mich jetzt wie so ein Harzer. Also ich bin gerade im Teddy drin und ich habe hier diese rosé-goldenen und goldenen Flocken gefunden, so wie Blattgold. Und für meine Nail Art Designs kann ich das gut gebrauchen. Deswegen nehme ich das erstmal mit. Gucken, ob ich das gleich im Endeffekt kaufe. Und jetzt bin ich hier bei diesen flauschigen Kissen gelangt und ungelogen, die sind genauso flauschig, wie sie aussehen. Oh, ich will eins mitnehmen. Also die kosten auch nur 7 Euro und die sind sehr groß. Aber ich habe genug Kissen auf meinem Bett. Ich bin jetzt raus aus dem Teddy und ich habe doch ein paar mehr Sachen geholt. Eigentlich wollte ich nur eine Sache holen und jetzt sind es, glaube ich, 5 Teile oder so geworden. Ich zeige euch das auf jeden Fall gleich, wenn ich zu Hause bin. Und hier ist meine Tüte und ja, ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen und dann zeige ich euch das alles. Ich bin, wie man unschwer erkennen kann, wieder zu Hause und ich zeige euch jetzt meine kleine Ausbeute sozusagen vom Teddy und eine Sache noch von Lidl. Die ganzen Sachen befinden sich hier drin. Nicht wundern, mein Hund trinkt gerade. Auf jeden Fall befinden sich die ganzen Sachen hier drin und ich werde euch die jetzt alle mal zeigen. Als erstes die Sache von Lidl und somit auch die unspektakulärste Sache. Und zwar habe ich mir einfach nur neues Trinken geholt und zwar ist es der grüne von Fana. Das ist quasi Green Tea mit Zitrone und Kaktusfeige. Und wie gesagt, da sind 2 Liter drin und ich kaufe den relativ gerne. Aber eigentlich ist der, was heißt teuer, der kostet halt grob 2 Euro. Und der war halt diesmal runtergesetzt auf 95 Cent. Deswegen dachte ich mir so, geil, nehme ich direkt mit. Und wer mich kennt, ich bin süchtig nach diesem Green Tea. Also ich weiß nicht warum, ich bin echt süchtig. Deswegen leider auch nur einer. Das nächste Teil von Teddy, weswegen ich auch eigentlich zu Teddy gegangen bin, ist diese Nagelspirale. Und zwar habe ich so eine Show mal. Da habe ich alle meine Farben, die ich zu Hause habe, drauf ge... Ja, wie sagt man das? Drauf geswatcht oder so halt, aufgetragen. Aber das waren meistens nur Nagellacke.
Und kommen wir gleich zu meiner Amazon-Bestellung. Das zeige ich euch natürlich auch. Und dafür habe ich auf jeden Fall ein neues davon gebraucht. Kostet auch nur 1 Euro. Wie gesagt, da kann man sehr viele Farben drauf swatchen, auftragen, was auch immer. Und für Leute, die bei mir zum Nägel machen kommen, ist das echt praktisch. Dann diese beiden hier, das sind Metallflocken. Die habe ich direkt am Anfang gesehen, als ich in den Laden reinkam. Und zwar habe ich unnormal viele Nail Arts schon gesehen mit diesem goldenen Blattgold auf den Nägeln. Und ich wollte das auch mal ausprobieren, aber irgendwie habe ich auf Amazon nicht so das Richtige gefunden. Und jetzt habe ich 3 Gramm jeweils von diesen Metallflocken gefunden. Jeweils nur 1 Euro in Rose Gold und in Gold. Und ich finde, das ist ja mal so mega. Und ich werde die auf jeden Fall bei meinem nächsten Nail Arts mal ausprobieren. Und deswegen mussten die beiden auf jeden Fall Besitze mit. ich einfach kein Lippenpeeling. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte mir immer eins selber machen, aber irgendwie habe ich es mir nie selber gemacht und keine Ahnung, ich habe mir auch nie eins gekauft, weil ich habe immer nie so das Richtige gefunden und deswegen habe ich mir jetzt diese Behälter hier gekauft, weil ich Kokosöl, Zucker und sowas halt alles zu Hause habe. Und ich dachte mir, dann werde ich heute noch mir ein Lippenpeeling selber zusammenstellen. Und deswegen habe ich 3 von diesen Döschen mitgenommen, damit ich 2 für die Flocken nehmen kann und natürlich 1 für mein selbstgemachtes Und ich Lippenpeeling. freue mich gerade so, dass ich diese Döschen auch noch gefunden habe, passend zu diesen Flocken, weil ich mir gestern noch ein Lippenpeeling kaufen wollte, es aber dann doch nicht gemacht habe, weil ich mir so dachte, selber machen lohnt sich mehr. Und genau das werde ich heute noch in diesem Vlog hier tun. Ich hoffe, mit den Lichtverhältnissen klappt das jetzt, weil irgendwie ist das Wetter heute richtig düster. Huch. Und ich habe mich jetzt an meinen Schminktisch gesetzt, denn ich werde mir jetzt ein Lippenpeeling machen und zwar aus Kokosöl, ja, dieses Döschen halt und ganz normalem Zucker. Eigentlich muss da noch Honig rein, aber irgendwie finde ich keinen Honig in unserer Küche, deswegen ich bezweifle auch, dass wir Honig haben, weil eigentlich isst niemand von uns Honig oder benutzt Honig. Deswegen hoffe ich, geht das auch nur mit Kokosöl und Zucker. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe mir zur Hilfe jetzt erstmal so eine Schüssel genommen, eine Kinderschüssel von mir damals, eine Monster High Schüssel und einen Löffel. Und ich werde das hier vermengen und dann im Endeffekt halt, wie gesagt, in dieses Döschen hier reintun. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange an mit Kokosöl und dann rühre ich einfach ein bisschen Zucker hinzu. Mich würde übrigens interessieren, ob ihr schon mal Lippenpeeling selber gemacht habt und wenn ja, mit welchen Zutaten? Weil manche machen das ja auch mit Olivenöl, Honig und so, aber ich hoffe, das geht jetzt auch so. Wenn nicht, tue ich da auch noch Olivenöl oder so rein. Also, das ist aktuell die Konsistenz. Also, sie ist schon ein bisschen fest und es sieht auch aus wie ein schönes Peeling. Das Ding ist, ich glaube, wenn, also ich habe jetzt nur Kokosöl und Zucker verwendet. Ich glaube, wenn ich das jetzt ins Döschen tue, dass das Kokosöl dann nach einer Zeit wieder ein bisschen aushärtet, dass es dann eine richtige Peeling-Konsistenz hat. Aber ich weiß nicht, habe ich da zu viel Zucker reingemacht? An die Leute, die schon mal so ein Lip-Peeling selber gemacht haben, muss die Konsistenz so sein? Also keine Ahnung, ich habe es eben schon auf meinen Lippen ausgetestet und eigentlich finde ich das so gut. Ich werde das auf jeden Fall jetzt ins Döschen reintun und dann wird das höchstwahrscheinlich auch noch aushärten. So, das Lippenpeeling ist jetzt fertig hier drinne. Ich zeige euch das gleich auch nochmal, wenn man es aufdreht. Auf jeden Fall ist die Dose komplett voll und die Menge, ich habe das ja so gut eingeschätzt. Also das bisschen ist jetzt noch übrig. Ich glaube, ich werde das jetzt gleich schon mal an meinen Lippen ausprobieren. Das werde ich jetzt aber nicht mitfilmen. Ja, und dann werde ich die Schale auch direkt schon in den Geschirrspüler tun. Und falls viele fragen, ich habe das mit so einem Bio-Kokosöl gemacht, was man eigentlich zum Backen benutzt. Ich habe das von Rossmann und ich habe es nie zum Backen benutzt, sondern zum Rasieren. Ich habe das nämlich mal auf TikTok gesehen und ungelogen. An die Girls, rasiert euch mal mit Kokosöl. Das ist so gut und ich schwöre, eure Rasur war noch nie so glatt und weich danach wie mit Kokosöl. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe das auch schon mal meinen Freunden erzählt und die schwören auch auf diesen Tipp. Mein Freund ist gerade gekommen von seiner Berufsschule und er hat mir meine Sachen mitgebracht, die ich mir bei Amazon bestellt habe und die werde ich euch jetzt mal schnell zeigen. Als erstes habe ich mir für meine Nail Art Designs 36 neue Farbgele bestellt und ja, das ist irgendwie ein kleiner Fail, weil man sieht, die sind unnormal ausgelaufen, also auch wenn man es
hier so. Also das muss ich erstmal irgendwie sauber kriegen. Und jeder, der sich schon mal Nägel selber gemacht hat, weiß, dass Gel so hartnäckig ist. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sauber bekomme. Außerdem für meine Nägel habe ich mir neue Pinsel bestellt. Und ich werde die jetzt erstmal kurz hier auspacken. Okay, ausgepackt erkennt man jetzt irgendwie auch nicht gerade viel mehr. Auf jeden Fall sind das so Pinsel. Die sind so lila in verschiedenen Größen. Und da ist auch noch ein Nagelhaut-Schieber mit drinnen gewesen. Und bei den Gelens ist übrigens auch nochmal ein Nailart Pinsel dabei gewesen. Aber ich habe mir, wie gesagt, Pinsel jetzt noch bestellt in sämtlichen Größen, weil meine schon echt ranzig aussehen. Da ich zurzeit auf jeden Fall wieder regelmäßig zum Tanzen gehe, eigentlich immer zweimal in der Woche, und ich auch zu Hause jetzt wieder öfter angefangen habe, Sport zu machen, habe ich mir Sportbänder bestellt. Was auf jeden Fall schon mein Pluspunkt ist, dass die in so einem kleinen Beutel ankamen, dass man die auch alle wieder schön verstauen kann und die nicht irgendwie offen irgendwo rumfliegen. Und zwar sind das 5 Sportbänder in verschiedenen Stärken. Hier sieht man zum Beispiel X-Light, dann Light, Medium, Heavy und ich denke mal Extreme Heavy. Irgendwie richtig cringe, weil irgendwie waren nur 3 eingepackt. Das Leichte und das Harte war schon ausgepackt und hat auch irgendwie voll Staub oder so drauf. Aber wir haben die auf jeden Fall schon von der Qualität getestet und die sind von der Qualität schon mega gut. Und die Bewertungen zu den Bändern waren auf jeden Fall auch richtig Bombe. Es ist 16.59 Uhr und mein Boyfriend und ich haben uns jetzt Pizza geholt bei der geilsten Pizzeria übrigens hier in Hildesheim. Und die werden wir jetzt genüsslich essen. Hier, ich habe eine ganz normale mittelgroße mit Salami. Und er hat eine Pizza Diavola, glaube ich, also mit Salami und Pepperoni und sowas. Also nicht mein Geschmack, aber sieht auf jeden Fall sehr delicious aus. Und die werden wir jetzt essen und nebenbei ein bisschen Netflix schauen. Es ist jetzt 6:30 und mein Freund ist mittlerweile auch schon weg. Und da ich jetzt noch etwas Zeit übrig habe vom Tag, werde ich jetzt mich um meine Sachen kümmern, die ich gerade bei Amazon geliefert bekommen habe. Und zwar werde ich jetzt alle Gele mal erstmal sauber machen, weil die ausgelaufen sind. Dann die Folie abmachen und die auf dieses Tippkreis-Dings da auftragen. Und ich werde dieses Gold und Rose Gold, diese Flocken in die Döschen versuchen reinzutun. Und danach können wir uns hier nochmal das Lippenpeeling angucken und schauen, ob das Kokosöl mittlerweile wieder ein bisschen härter geworden ist. Das hier sind ja wie gesagt nochmal die Farben und das hier sind jetzt die Pinsel ausgepackt. Also die sind halt so lila und hier ist wie gesagt dieser Nagelschieber bei. Nagelhaut wegschiebe Gedöns. Und hier sieht man es auch nochmal gut, dass die Farben ausgelaufen sind. Und ich werde mir jetzt ein Feuchttuch nehmen und die sauber machen und die dann jeweils alle auf diesem Ding hier auftragen und dann in die UV-Lampe aushärten lassen. Und ich würde sagen, ihr seht das alles in Zeitraffer und ich gebe euch vielleicht ab und zu mal ein Update. Oh Gott, mittlerweile ist es schon 20 Uhr und ich bin jetzt fertig, damit alle Gele hier auf diesem Ding aufzutragen. Und boah, das sieht voll geil bunt aus. Und ich zeige euch das jetzt nochmal kurz. Wie gesagt, sind hier die ganzen Gele jetzt aufgestrichen. Ich habe es versucht ein bisschen zu ordnen, habt aber nicht ganz so geklappt. Und hier sind auch nochmal alle. So, ich werde jetzt schnell noch versuchen, diese Gold- und Rose-Gold-Flocken hier in dieses Döschen reinzubekommen. Ich hoffe, das klappt. Und übrigens, bei dem Döschen ist wie beim ganz normalen Nagelgel noch so ein Deckel dabei, den man dann hier drauf macht. Wenn da nichts drin ist, geht der Deckel ganz einfach ab. Aber wenn da was drin ist, dann ist er wirklich fest. Und ja, das werde ich jetzt versuchen. Ich hoffe, das klappt, aber ich weiß okay, nicht. Okay, das Döschen ist voll und man sieht schon, das klebt überall gefühlt. Aber da ist immer noch so viel drin. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch irgendwo in eine Schublade verwahren und die Döschen aber halt in meinem Nail Art, in meinen Nail Art Schubladen halt verwahren. So, zweites Döschen ist jetzt auch voll. Ich werde hier jetzt noch den Deckel drauf machen, das an der Seite wegmachen und dann. Ja, fertig. Ich bin jetzt fertig mit allem, beziehungsweise nicht mit allem. Ich muss nämlich jetzt noch aufräumen. Und zwar muss ich den ganzen Plastikmüll entsorgen und natürlich meine ganzen Sachen jetzt in meine Nail Art Kiste einsortieren und wie gesagt den ganzen Müll wegpacken. Ich habe fertig aufgeräumt und jetzt gerade bin ich noch am Überlegen, ob ich jetzt noch ein bisschen Sport machen werde. Ich werde jetzt aber erstmal mich kurz hinlegen, erstmal ein bisschen chillen, erstmal ein bisschen trinken, weil ich habe voll Durst und
Tut mir leid für das Licht. Warte, das ändern wir jetzt mal kurz. So, besser. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt anfangen werde mit meinen Sportübungen. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert, aber ich werde nebenbei auf jeden Fall YouTube gucken, weil es ja auch schon relativ spät ist. Es ist jetzt 10 vor 9 und ich werde jetzt noch Sport machen, also Halleluja. Ich werde euch nicht mitnehmen, da ich finde, wir haben genug Zeitraffer in diesem Video schon gehabt. Aber ich werde euch eventuell mal wann anders mitnehmen, wenn ich Sport mache. Und auch, wenn ich das erste Mal meine Bänder benutze, denn ich glaube, die Bänder werde ich heute nicht benutzen, da ich heute kein Po-Bein-Training mache, sondern ich werde jetzt gerade nur Unterleib-Training machen, also Bauchmuskeln. Ja, aber ich nehme euch wann anders auf jeden Fall mit. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!